Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Revival 2 Video. Mein Name ist Mark Coxy und da dieses Video kommt, oder warum dieses Video kommt, kann ich euch jetzt schon mal sagen, dass ihr das dem lieben Halmar zum Verdanken habt. Denn ohne ihn würde ich dieses Video hier nicht machen. Er hat nämlich gesagt, dass es vielleicht gar nicht schlecht wäre, da hier dieser Allianz-Bonustag oder halt die Schmiedpreisschmelze-Event läuft. Könnte man doch ein kleines Video machen zu dem Thema. Wer hat das so schön geschrieben? Ich räume mein Inventar auf oder so etwas. So ähnlich werde ich dann auch, glaube ich, den Part nennen, wenn ich es nicht vergessen habe bis dahin. Ja, maximaler Schmiede-Cooldown, also maximal 12 Stunden. Kürzere Einschmelzzeiten zu 30%. Dreimal mehr Perlen für eingeschmolzene Gegenstände, 50% Gegenstandslots, günstigere Einschmelzeslots für 30% und bessere Erfolgschancen beim Schmieden. Ja, erstmal hier, was gibt's hier? Eine Barrikade, zwei Barrikade, also 2T-Barrikade. Und dann machen wir das doch. Eins dürfte schon fertig geschmiedet sein. Hoffe ich zumindest. Das war falsch. Ja, noch nicht so ganz. Dauert noch ein bisschen. Wir werden jetzt tatsächlich hier mal ein bisschen aufräumen. Wir werden erstmal alles Doppelte einschmelzen. Das heißt, wir fangen gleich mal hier vorne an. Beides hat 130. Jetzt müsste mir einer sagen, warum die obere Maske 210 kostet, also 210 Perlen bringt, und die untere 226. Denn wir haben 4379 diese Moral. Dann haben wir 6738,7 den unteren linken Spezialschaden, nennen wir ihn jetzt mal. Und einmal die Spezialding von, sowie also rechts unten von 6038,7. Also auf gut Deutsch, beide Masken haben denselben Wert, also dieselbe Leistung, aber nicht denselben Kostenpunkt. Warum eigentlich? Da wäre ich noch über Feedback ganz gespannt. Da beide natürlich gleich gut sind, verscheppern wir natürlich die Maske, die hier einfach am meisten gibt. Wir werden erstmal den hier einschmelzen. Dann als nächstes haben wir die zwei. Da gibt es einen deutlichen Unterschied. Der hat 19, 28, 4, 3, 4, 2. Das heißt, wir schmelzen den hier ein. Muss man ja gar nicht so lang überlegen. Dann als nächstes würde ich sagen, erstmal gibt es hier noch Rüstungen. Nicht wirklich. Die behalten wir, die hat nämlich 1000 Angriffsbonus. Können wir mal da hinten hingehen und gucken, was wir da noch alles wegtun können. Wir haben hier zweimal dieselben Stiefel. 14,9, 14,9, 32,7. Das heißt, wir verkaufen natürlich das hier. So. Als nächstes haben wir nichts Identisches mehr. Das lohnt sich ja mal gar nicht. Einzuschmelzen. Überhaupt nicht. Wir können es trotzdem mal machen. Nee, die verkaufen lieber Bares für Bares. Was können wir denn hier sonst noch? Gürtelring gibt es nichts Gleiches. Doch den da. Dann nehmen wir natürlich der mit der schlechteren Leistung. Hallo. Sie fix. Wir können keinen mehr auswählen. Okay, schmelzen wir alles erstmal ein. Dann gucken wir mal. Achso, wir sehen ja gar nicht, wie lange das dauert. Wie viel ist denn das? Ja, klar. Ich bin doch nicht blöd.
Oder? Bin ich blöd? Nee, natürlich nicht. Das hier wollte ich upgraden, aber das geht jetzt nicht mehr. Bedauerlicherweise. Ja, was könnt ihr euch denn sonst noch hier so zeigen? Gucken wir mal hier, was wir da so haben. Auch nichts. Dann machen wir vielleicht noch ein, zwei Kämpfe, dann belassen wir das bei einem 10-Minuten-Video. Es läuft ziemlich gut. Kann man sagen. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ja, den machen wir. Was ich jetzt schade finde, in den ersten zwei Kriegstagen haben wir allerhand zu tun gehabt. Da haben wir einmal zwei Angriffe gehabt, einmal drei Angriffe. Jetzt ist es leider nur einer. Ich hoffe, dass da morgen mal richtig Rambazamba abgeht, denn ich brauche 40.000. Und dann würde ich nur 10.000 von einer legendären Kumpeltruhe entfernt sein. Und das finde ich natürlich schon sehr, sehr schade. Weil die 10.000, die kann ich nicht mehr knacken. Das weiß ich jetzt schon. Zumindest nicht mit normalen, legalen Mitteln. Das finde ich jetzt so ein bisschen schade. Ja, ich meine, ist ja auch nicht schlecht, wenn man alle Kisten abgreifen kann, außer eben die letzte. Es ist schade, aber es gibt auch Schlimmeres, würde ich sagen. Ich finde es toll, dass ich von der Allianz so gut unterstützt werde mit dem Champ. Oder mit dem Camp, oder wie man das Champ spricht, man es gerade aus. Das geht dann eigentlich recht gut. Sind natürlich halt sau viele Angriffe, aber irgendwie lohnt sich's dann halt doch. Scheiße, der war zu stark. Fuck. Habe ich jetzt nicht geschafft. Naja, ist ja blöd gelaufen. Blöd gelaufen ist es. Naja, was? Ja, da kann man jetzt nichts machen. Schade. Naja, die anderen Kriege laufen besser. Toll, jetzt ist hier mein schöner, was ist das überhaupt? ACE-Saft ausgegangen. Jetzt habe ich nichts zu ver... Jetzt habe ich nichts mehr zu trinken und werde verdursten. Jetzt haben wir es. Ja, probieren wir das mal. Mal gucken, wie das so geht. Ich hoffe, dass es gut geht. Ob es gut geht, weiß ich noch nicht. Tja, meine Freunde, was soll ich noch sagen? Der Frühling kommt näher. Es ist herrlich. Es freut mich. Frühling, Sommer, Sommer, Radfahren, Tennis spielen, Badminton gehen, draußen in der Hängematte chillen, Eis essen gehen. Ach, was gibt Schöneres? Jetzt mal ganz ehrlich. Wer freut sich nicht, ich betone nicht, auf den Frühling und auf den Sommer? Der möge sich hier in den Kommentaren outen und ansonsten für immer schweigen. Wie es so schön heißt. Ja, ich soll die Aufnahme ein bisschen verschieben. Nicht, dass wir da noch Diskrepanzen bekommen. Das wäre nämlich gar nicht gut. Auf einmal ist die Aufnahme abgebrochen und jeder wundert sich, what the fuck is this? Und das soll ja eben nicht so sein, nicht vorkommen. Ja, hier bin ich jetzt vorsichtig. Ich muss sagen, die sind echt gut. Also erstens bringen sie jede Menge Goldbonus. Und zweitens ist es bei denen tatsächlich so, also wenn du die im Angriff hast, ich habe ja den kleinen Mann hier, und der das stampft, so wie jetzt, dann richtet das immensen Schaden an der Burg an. Das hätte ich jetzt so niemals gedacht, dass das wirklich so extrem ist. Aber es ist halt sehr effektiv und wirkungsvoll, tatsächlicherweise. Ach du Scheiße, ich hasse diese Dinger.
Ich hasse es. Und da ist nochmal so ein Viech. Und nochmal. Oh weia. Ja, ob das gut geht, also bis ich da endlich mal Schaden anrichten kann bei den Viechern. Das geht ja immer Ewigkeiten. Bitte, bitte nicht, bitte nicht. Ich kann mir das jetzt nicht leisten. Gott sei Dank. Es war ja mal wieder sauknapp. Wahnsinn. Wahnsinn. Jawohl, das ist sehr gut. Super, freut mich. Finde ich gut. Wir machen noch einen zweiten Kampf. Also noch einen dritten. Müssen wir morgen wenigstens schon nicht so viel tun. Nehmen wir mal hier im unteren Gebiet. 108 wäre natürlich nicht schlecht. Wir wollen aber natürlich 1008. 1015 ist aber besser. Deswegen machen wir natürlich das Bessere. Ja, von der Tonabmischung hoffe ich, dass es so passt. Und allgemein zum Ton, was ist denn immer? Für Nachrichten. Allgemein zum Ton würde ich sagen, dass der so eigentlich optimal ist. Also mir gefällt er so von meiner Stimmqualität her. Habe ich das eigentlich ganz gut eingestellt. Da war ich am Anfang nicht wirklich zufrieden. Jetzt mittlerweile schon. Ich glaube durchaus, dass man das so lassen kann, dass das ein zufriedenstellendes Ergebnis für andere ist und vor allem für mich selbst. Dass ich das so gut hinbekomme, hätte ich jetzt nicht gedacht. Natürlich, wenn ich mir so Aufnahmen angucke mit meinem Smart Love, war das natürlich schon so ein Ticken effektiver, weil sie es einfach sehr schön, wunderbar angehört hat, aber auch nur ein paar Videos. Aber so wie es jetzt ist, damit kann ich durchaus leben. So, komm, alles weg hier. Ihr dürft alle nicht lieben. Deswegen muss ich euch von mich. Richtig knapp. Toll, jetzt kommt da noch so ein dämlicher Mönch. Ist gut, dass er da hinkommt. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. So, komm, komm, komm. Wo ist ein Oschi? Ach du Scheiße. Ja, ich sehe schon, dass er wird jetzt richtig knapp. Ja. Wenn ich das jetzt überhaupt so schaffe. Es wird echt knapp. Meine Fresse. Also erstens vom Leben und zweitens noch viel mehr von der Zeit. Deswegen husche ich da jetzt durch, was auch zieht, das schaffe ich nicht. Bei aller Liebe und bei allem Respekt, schon verkackt. Der war besser aufgestellt, als ich gedacht habe, Mensch. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber naja, man kann halt nicht alles berechnen. Bedauerlicherweise oder auch nicht, wie man das auch immer sehen mag. Aber ich würde sagen, 23.21 Uhr, ich gehe jetzt in mein Bett. Ach, noch komm, ein Kampf noch. Kann doch nicht so schwer sein. Machen wir das halt, das geht ganz sicher. Habe ich zwar 7 Totenkopf mehr, weniger, aber wenn ich das gut abräume, kann ich zufrieden sein. Wichtig ist, dass ich 40 schaffe. Der Rest ist egal. Der Rest, der ist egal, ob du Huhn bist oder Hahn. Denn mein Name, der ist Ching. Ching, Ching ist Khan.
Hey Leute, ho Leute, hey, wir gehen jetzt in den Schnee. Schnee, der tut so weh. Da ba da ba ba da 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 da. Jetzt schon Angst. Die Wikinger, die sind echt gut, was ihr Leben so anbelangt. Die halten doch einiges aus. Kommt Jungs, macht ihn platt. Ich weiß nicht. Hat dieser kleine Knirps irgendwie Ultraschall oder so? Ich hasse die Viecher, ich hasse sie. Ich habe da mal echt das Gefühl, dass der Ultraschall hat. Tatsächlich. Das ist der Gong vom Ultraschall. Scheiße, Mann. Ach, klappt's heute nicht so gut. Deswegen lassen wir es jetzt auch gut sein. Das war's für diesen Royal Evil Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich bin mal gespannt, wie viel man in diesen 5 bis 6 Tagen tatsächlich schmelzen kann von dem ganzen Zeugs. Ich bin natürlich froh, wenn ich mein ganzes Zeug loswerde. Dazu habe ich jetzt 5 Tage und 11 Stunden. Gehen wir mal davon aus, 12 Stunden Maximalzeit. Dann schaffe ich 2 pro Tag. Das heißt, in dieser vorgegebenen Zeit 2, 4, 6, 8, 10. In 5 Tagen würde ich 10 Dinge einschmelzen können, die insgesamt 12 Stunden gehen. Also streng genommen wären es 11 Gegenstände. Das ist ja schon mal gut. Das ist sehr gut. Ja gut, hier könnte man natürlich... Wie lange geht denn das? Bestimmt volle 12 Stunden. Hä? Ich habe gedacht, es geht nichts länger als 12 Stunden. Stand doch da drin. Die wollen mich wohl verarschen. Geht ja mal gar nicht. Ja, was können wir hier sonst noch? Was war's denn? Wir wollten... Was noch mal loswerden? Hier, so ein Schwert können wir auch. 15, 26, 1, 11. Da machen wir natürlich das obere weg. Ganz klar. Ja, schmelzen wir es auch noch ein. Aber das kann es doch nicht sein. Die verarschen mich doch. Nur mal nachlesen. kürzere Einschmelzzeiten. Die Einschmelzzeit für Heldengegenstände werden um 30% reduziert. Das betrifft nur Einschmelzvorgänge, die während des laufenden Events. Darf ich denn das nochmal? Da, maximaler Schmiede-Cooldown. Was ist das jetzt nochmal? Der maximale Cooldown nach erfolgreichem Schmieden beträgt 12 Stunden. Das betrifft nur Schmiedvorgänge, die während des laufenden. Ah, scheiße. Cooldown, ich glaube, das sind die Geschichten hier. Ja. Mann! Da könnte ich jetzt natürlich einiges rausholen, wenn das jetzt hier endlich beendet war, aber das geht noch 3 Tage und 15. 3 Tage und 15, dann hätte ich... Noch 2 Tage.
Ja gut, ist halt blöd, dass ich das jetzt eher so spät gemacht habe. Aber naja, das kann man halt nicht verhindern. Dann hätte ich vielleicht nochmal eine kurze Bitte an euch. Und zwar, soll ich hier nochmal irgendwas verbessern oder reißt das nicht mehr raus und ist einfach nur zu teuer? Vorab, ich möchte Minimum 10.000 Perlen immer übrig haben auf Lager. Das ist ganz wichtig. Aber ich glaube, hier können wir durchaus... Ja klar, hier können wir noch was machen. Hat nicht funktioniert. Super. Ja, 12 Stunden. Das finde ich cool, das Event. Da machen wir nichts. Da können wir noch. Okay, Angriffsbonus macht keinen Sinn, Reichweite auch nicht mehr. Ja, dann machen wir hier halt noch ein bisschen Heilung. C-Fix. Ja, und sonst? Mönch läuft, Wikinger läuft. Was ich damit tun soll, weiß ich nicht. Das reißt für mich nicht raus. Ich habe die Dame noch nie benutzt. Na gut, also das war's jetzt hier erstmal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr könnt meine Fragen beantworten. Auch hier habe ich wieder überzogen, genauso wie ein Part davor bei Sims. Jetzt ist wirklich Schluss. Das war's. Bis zum nächsten Mal und ciao.